Ja, ich würde sagen, jetzt wird es ernst. Jetzt driften wir ein wenig in meine Vergangenheit. Ja, mal gucken, wie ihr darauf reagiert. Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Tinnies Channel Time. Ja, ich habe letzte Woche ein Bild gepostet. Da liegt mein Joey hier so auf der Ebene, hat mit mir gekuschelt und ich habe dann so geschrieben, was denn so für Videos kommen. Da hatte ich, glaube ich, oder euch gefragt, da hatte ich einmal gefragt, was ihr von haltet von Tinis Channel Labert privat. Und irgendwie hatte ich noch eine Videoidee. Und irgendwie hatte die Sophie Zoe, ich hoffe, ich spreche deinen Namen jetzt richtig aus, hat in Instagram kommentiert, ich könnte ja mal so eine Candy Challenge machen oder so Hacks für Haushalt und Make-up. Was hat sie noch? Ach ja, genau, und ältere Bilder. Ja, da kommen wir jetzt auf den springenden Punkt. Ich zeige euch jetzt ein paar alte Bilder von mir, also wo ich ganz mini war, wo ich ein bisschen älter war. Und ja, ich hoffe, ich kann deinen Wunsch ein Stück ein Teil was nachgehen. Die Candy Challenge habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich müsste mir da bloß eine Person suchen, die dann sagt, ja, ich probiere das mit dir zusammen aus. Ja, das mit diesen Hacks, da muss ich mich mal ein bisschen mehr befassen, dass ich das auch richtig mache und nicht wie so ein Trottel rüberkomme. Aber ich würde sagen, fangen wir jetzt mal mit den Bildern an. Also ich habe hier einmal einen Bilderrahmen, hier steht drauf, Christine 18. Und wenn wir jetzt mal hier gleich gucken, da bin ich geboren. Also ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber da bin ich halt noch ganz mini Christine. Ja, hier oben seht ihr so ein kleines Bild. Hier, das finde ich von mir zum Beispiel ganz süß, weil mit einem Kleidchen so. Und ja, ich hoffe irgendwann mal mein Kind, wenn ich eins habe, wird es auch so ähnlich ausschauen. Ja, hier dann nochmal, man sieht ja auch schon, dass ich schon ein bisschen plusterhafter bin. Ja, hier oben, da hat man schon früher erkannt, dass ich sehr gerne baden gehe. Also nicht nur in der Ostsee, sondern in der Badewanne. Ich liebe das einfach. Ja, hier auf dem Bild zum Beispiel, da war ich 10, glaube ich, ungefähr. Da war auch mein Bruder schon da. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen, dass ich das richtig halte. Ja, dann bin ich hier, das war vielleicht mit 15, 16. Da hatte ich eine Zeit lange Haare gehabt. Hier, das war mein Jugendweihebild, das weiß ich noch. Da waren wir, glaube ich, auf Mallorca. Da hatte ich zum Beispiel auch kurze Haare gehabt. Also würde ich jetzt nie wieder machen, auch nicht mein Kind. Ja, das war zum Beispiel hier meine Internatszeit, das mit dem Kleid. Das hier neben auch. Boah, der Bilderrahmen ist schwer, ey. Ja, hier zum Beispiel ist auch so ein Bild, ja, de, weiß nicht, 16 oder so, keine Ahnung, wie alt ich da war. Ja, hier, das ist zu meiner Schulzeit und wo die gerade angefangen hat, glaube ich. Ja, ich glaube, das waren eigentlich alle. Ja, also halt so Little Christine so ein bisschen. Jetzt gucken wir mal hier, ich habe jetzt drei Alben. Jetzt gucken wir hier mal rein, was hier so Schönes ist. Also viele stammen aus meiner Internatszeit. Also jetzt seht ihr hier schon mal so eins. Aber ich guck mal, was man jetzt hier Schönes raussuchen könnte, wo ihr mich wirklich live erkennt. Ja, hier zum Beispiel. Erkennt ihr, hochala, erkennt ihr mich, glaube ich, ganz gut. Das war in der Internatzeit, da gab es so eine Mini-Playback-Shows. Und da habe ich halt früher mitgemacht. Also da war ich halt im Internat. Ich weiß gar nicht, 3, 4 Jahre? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Weile. Ja, hier, da war ich mit 18, das weiß ich, da hatte ich auch 85 Kilo gehabt. Also da war ich wirklich schlanke. Also es gab auch mal eine Zeit lang, wo ich dünner was war. Jetzt habe ich ja noch ungefähr 96, 97, schwankt immer so ein bisschen. Aber jetzt komme ich ja langsam wieder auf dieses alte Bild zurück, würde ich meinen. Ja, jetzt gucken wir mal, was man hier Schönes zeigen könnte. Weil eigentlich sind es fast die gleichen. Aber ja, hier zum Beispiel auch mal mit Kleid, das war auch, wo ich 18 war. Da war auch so eine Mini-Playback-Show. Dann. Ja, hier zum Beispiel, hier oben, das bin ich. Aber da. Hier zum Beispiel habe ich auch mal so eine Phase gehabt, da habe ich mir anstatt die Augenbrauen zupfen lassen, habe ich sie rasiert selber. Und ja, kein Plan, was ich davon gehalten habe. Jetzt lasse ich sie ja nur noch zupfen. Ja, hier gab es zum Beispiel auch mal so eine Phase, da hatte ich kurze Haare gehabt. Einmal hier dort und einmal dort. Ja, also gab irgendwie, glaube ich, schon. Ja, hier zum Beispiel, da habe ich auch zum Beispiel ein Lippenpiercing gehabt an der Unterlippe, wenn ihr das gut erkennt. Auch meine Kette, die trage ich jetzt gerade nicht, weil so ein bisschen mein Tattoo und so. Und naja, hier sieht man das, glaube ich, auch ganz gut. Das war irgendwie, glaube ich, zu Halloween. Ja, ich gucke da nicht sehr begeistert. Ich gucke da irgendwie als keine Ahnung was. Kein Plan, wie ich da gucke. Ja, jetzt muss man mal schauen. Ja, hier sieht man leider auch zum Beispiel, dass ich da gerade noch so jung war und mit diesen Augenbrauen und oh. Wenn ich das jetzt so sehe, ist es nicht so ganz angenehm. Es gehört natürlich mit zu meiner Zeit, aber ja. Guck mal, was gibt es denn hier noch für ein schönes Bild? Ja, genau, hier zum Beispiel erkennt man. Ach, meine Güte, ich muss mal das Bild rausholen. So.
Die zum Beispiel erkennt man, wenn man die guckt. Ich hatte auch mal eine Zeit lang ein Nasenpiercing gehabt. Das fehlt mir eigentlich auch voll, weil ich hatte ja auch zum Schluss näher so einen Playboy-Stecker. Achso, ja, wenn ihr hier auch guckt, da hatte ich auch kürzere Haare gehabt. Ja, mir fehlt halt einfach auch mein Playboy-Stecker. Aber ja, mal gucken. Vielleicht mache ich es nochmal, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Gehst du hier nicht rein, doch. Ja, ich dachte mir jetzt einfach mal, weil ich habe vorhin überlegt, Mensch, du warst jetzt schon seit einer geraumen Zeit, ich glaube seit 4. Oktober laut YouTube, nicht mehr aktiv. Ach, scheiße jetzt. Und ich denke so, jetzt muss das mal ein bisschen verbessern und mal ein neues Video machen. Und ja, das habe ich mir in der Zeit gedacht, dass ich diesem Videowunsch schon mal nachgehe. Ja, hier sieht man mich. Ja, ich gucke irgendwie nicht wirklich begeistert. Ich habe da sogar auch noch Ohrringe drin gehabt. Und ja, also ich war da nicht so dick, aber ja, gehört halt wie gesagt mit zu mir. Jetzt kommt Joey, der alte Gauner, der muss mal gucken, was Frauchen hier treibt. Die alte YouTube-Süchtige, ne, Körner? Was gibt es noch für Bilder von mir? Ja, hier, genau. Welches Bild ist das jetzt? Ach, hier, Wasserskiboard, oder wie es heißt. Wasserski, da war ich auch mal mit bei. Das war auch in der Nahzeit. Das war zum Beispiel auch ganz cool. Ja, komm her, Joey. Komm hoch, Digga. Na, Tiger, passt auf, ja. Ja, hier sieht man zum Beispiel, wie ich hier mit dieser Skier langlaufe. Ja, jetzt habe ich hier noch zwei weitere Alben. Da gucken wir mal kurz was rein. Mal gucken, was ich hier für euch für schöne Bilder finde. Mal gucken. Was steht denn hier? Das Sichtbare mag schwinden, die Erinnerung jedoch bleibt beständig. Darum eine kleine Erinnerung an die Stunden bei uns im Internat. Ach genau, ja, hier von 2004 bis 2008. Ja, Lucy, komm auch. Komm hoch hier auf die Decke. So. Jetzt gucken wir mal. Oh Gott, ja, ich glaube, da war ich 2004. Jetzt haben wir 2015, vor 11 Jahren. Jetzt bin ich. Ja, mit 14, glaube ich, ne? Ja. Ja, komm hoch, Alter. So. Da. Noch ein bisschen jünger, was? Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Du bist ruhig. Da oben. Auf deinem Platz. Ja, da bin ich noch was kleiner. 2005. Ich glaube, hier habe ich Karaoke singen mitgemacht, beziehungsweise es versucht. Ja, schon ganz lustig, so das jetzt mal zu sehen. Es weckt alte Erinnerungen. Nicht böse, aber interessante. Lucy, Ruhe, jetzt freuen wir ein Video machen. Stör mich nicht. Die Hunde sind ein paar Störenfriede. Mal gucken, was gibt es hier noch so Schönes? Ja, ich hier am Wackelpudding essen. Da war, glaube ich, irgendwie, was war da? Fasching oder was war da? Oder Halloween? Ich glaube, das sieht hier nach Halloween aus, nach der Dekoration, wenn man hier guckt. Glaube ich. Ich gucke jetzt mal weiter. Joey, was schimpfst du? Ich gucke jetzt hier mal weiter. Ja, hier, Weihnachtsfeiern. Ich stehe vor dem Weihnachtsmann. Ja. Hier auf einer Krankenliege. Irgendwas war da. Erste Hilfe oder was da war. Ich habe keinen Plan. Lucy, Platz. Oh, Lucy sitzt hier und stalkt mich, ey. Stalkt mich nicht, Hund. Ja, hier zum Beispiel sieht man auch noch, dass ich voll jung war. Also ich bin ja jetzt auch noch jung, aber ja, ist ja, halt irgendwie noch Fitzen oder so ein Zeugs. Und ja, schon krass, wie man sich ändert über die Jahre. Ja, hier sieht man zum Beispiel auch, dass ich recht lange Haare auch schon zu der Zeit hatte. Dann waren sie immer wieder kurz, jetzt sind sie wieder lang. Und ja, es ist schon so ein bisschen interessant, was man hier Schönes entdeckt, so. Ich glaube, wenn ich jetzt auch gleich, ja hier zum Beispiel, so sind jetzt wieder meine Haare kurz. Wenn ihr da guckt, die rosa, mit der rosa Jacke, das bin ich. Du bist ruhig. Ja, ich gucke ja mal sehr begeistert. Ich weiß nicht, was das war. Vielleicht war ich da so pust oder genervt, kein Plan. Aber ich gucke ja mal sehr begeistert. Guck da so, Ja, hier war, glaube ich, wie heißt das jetzt hier, ach, keine Ahnung. Ja, hier zum Beispiel sieht man, hier unten sieht man jetzt auch wieder, dass ich kurzere Haare hatte. Glaube ich auch meine Naturhaarfarbe, aber halt kurz. Jetzt gucken wir mal hier, Schönes, was hier sich so offenbart. Ja, auch hier wieder typische Bilder aus einer Mini-Playback-Show. Das war da halt so üblich in den Internat. Irgendwo war es auch cool. Aber ja. Das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her. Ja, hier zum Beispiel sieht man auch noch so, dass ich noch nicht ganz so dick war wie vor ein paar Jahren. Und auch lange Haare. So.
Aber irgendwie, ja, driftet das so ein bisschen. Wie gesagt, mit 18 hatte ich eigentlich 85 Kilo gehabt. Ja, hier zum Beispiel sieht man auch, hoppala, da habe ich schwarze Haare. Hier auf dem Bild. Ja, das war auch mal so eine Phase. Ich habe eigentlich auch noch ein Haar, wo ich 18 war, schwarze Haare gehabt. Aber jetzt habe ich davon abgesehen. Oh, jetzt kommen wir auch 2007. Mal gucken, was jetzt hier für schöne Bilder kommen. 2007, ja, ich hier mit einem Tamagotchi, auch kurze Haare. Ja, mal recht interessant, das jetzt so zu sehen, ey. Aber irgendwie haben die Tamagotchis auch was. Irgendwie sind die auch cool. Der Joey liegt jetzt hier auf der Couch und freut sich wie so ein alter Sack. Aber Joey, tut mir leid, du kriegst jetzt keine Liebe. Ich mache jetzt mein Video. Hörst du? Du Esel. Frauchen macht jetzt Video-Time. Ja, hier haben wir irgendwie, glaube ich, ein Internat. Da hat ja jeder so eine eigene Gruppe gehabt. Oder so ein Hör auf jetzt. So ein Gruppenraum. Und da haben wir den irgendwie, glaube ich, umgeändert. Von den Tapeten her und so. Und ja, da habe ich mitgeholfen. Ja, da habe ich mitgeholfen. Ich glaube, hier ist zum Beispiel wieder sowas, da haben wir eben so einen Luftballon-Tanz gemacht. Sieht auch ganz lustig aus. Also es ist schon cool, das jetzt so zu sehen, auf jeden Fall. Ja, hier sieht man zum Beispiel auch, ich kann lachen. Sieht zwar nicht so hübsch aus, aber ich kann lachen, weil manchmal denke ich irgendwie, ich gucke böse auf Bildern oder vielleicht kommt es auch mal bei euch so rüber. Aber keine Sorge, ich kann lächeln. Was gibt es hier noch für schöne Bilder? Was ist das hier? Das ist jetzt nicht so interessant, das auch nicht. Ja, hier war irgendwie, glaube ich, Fasching hier. Da war ich verkleidet, habe ich hier von meiner Mutter irgendwie so ein T-Shirt angehabt mit so einem Spruch. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt, keine Ahnung. Fragt mich gerade was Leichteres. Was gibt es denn noch für schöne Bilder? Ich gucke mal in den letzten Album. Ich habe jetzt erstmal gerade 3 Alben gefunden, wo dann so ein bisschen ältere Bilder von mir drin waren. Ja, hier beim Wasserski wieder. Ich gucke mal, ob es jetzt hier nur Wasserski ist oder ob jetzt hier auch normale Bilder sind. Ich gucke mal. Ich muss mal gucken. Achso, und diese Alben habe ich da auch im Internat bekommen. Und ja, irgendwo hat es mich natürlich auch gefreut, ne? Weil es wurden halt alte Erinnerungen wach. Und ja, ganz cool. Doch, doch. Ja, hier. Ah, schon cool, doch, doch. Schon lustig, die Bilder jetzt so zu sehen. Ich bin jetzt natürlich auch froh, dass ich jetzt wieder einigermaßen so ähnlich ausschaue wie auf den Bildern. Weil 15, 16 Kilo ist echt schon eine Menge, finde ich. Weil mein Gesicht dankt es mir schon, dem es nicht mehr so aufgebläht ausschaut. Sieht ja schon wieder ein bisschen normal aus, mein Gesicht. Und ja, mal gucken, was es jetzt hier für schöne Bilderchen gibt. Mal gucken. Mal gucken. Oh, das Bild ist zum Beispiel gleich hier von mir zu Hause. Ja, da hatte ich irgendwie so ein, weiß nicht, wie hieß das, Neckholder-Top. Auf jeden Fall war ich da auch nur 18, glaube ich, und hatte noch meine 85 Kilo und da schaut es so aus. Ja. Das ist das Bild. Und jetzt hier muss er was von diesem Wasserski, ey. Aber ich glaube, ihr habt jetzt eigentlich schon so ein bisschen mal Eindruck gehabt, wie ich früher so ausgesehen habe. Vielleicht muss ich auch nochmal bei meiner Mutti mal gucken. Vielleicht hat sie noch ältere Bilder so von mir, falls ihr mal Bock darauf habt. Ja, auf jeden Fall kommt jetzt ja gleich das Video online. Ich werde es kurz durch Power Director durchziehen. Und dann kommt es online und dann bin ich mal gespannt. Also ich werde das dann nennen, meine Kinder-Jugend-Fotos, weil es ja beides so gemixt. Und ja, ich bin mal gespannt. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen, das zu machen. Ich denke mal, es kommt auch demnächst mal wieder so ein Follow Me Around. Mein Alltag-Video. Ihr habt ja auch auf Instagram gesehen, ich habe jetzt von meiner Mutti den Herd bekommen. Den werde ich euch dann mal richtig zeigen. Im Video, im Follow Me Around, mein Alltag-Video. Da sind ja auch 11 Daumen nach oben. Das ist auch voll krass. Das finde ich auch cool, dass ihr das so positiv entgegengenommen habt. Natürlich habe ich jetzt meinen alten Herd, der noch präsent bleibt für 2 Wochen ungefähr, nochmal gut sauber gemacht. Aber ja. Lucy hüpft nicht so rum, nicht das Stativ umfällt. Ja, auf jeden Fall zeige ich euch den mal. Und ja, krass, ey. Am 25.09. haben wir die 300, Schluss jetzt, die 300 Abos erreicht. Und jetzt sind wir schon aktuell auf 329 Abonnenten. Und jetzt hat vorhin noch eine Zuschauerin kommentiert, sie wiss mehr heißt sie. Da hat sie geschrieben, ich könnte ja auch so feste Videotage einführen.
Ja, ich würde es generell auch machen, habe ich gar nichts gegen, muss ich weiß nicht wann. Ich habe natürlich auch Videoideen, aber ich weiß nicht welche Tage. Vielleicht könnt ihr mir sagen, welche Tage euch passen würden. Und ja, du hast einen Chaka-Chaka, ne, Hund? Fliegt der fast runter. Ach so, und ich hatte es eigentlich auch auf Instagram gepostet, aber wenn ihr auch Bock habt auf so ein Fragen-Antwort-Video, dann kommentiert unter dieses Video hier mal ein paar Fragen rein und ich beantworte euch die denn. Ja, und Lucy, du kannst so viel mit dem Arsch wackeln, das ist trotzdem mein Video. Auf jeden Fall, wenn ihr darauf Bock habt, dann kommentiert es mal. Und auf jeden Fall danke für die 329 Abonnenten. Der Kanal wächst, das ist echt cool. Mein Baby wird groß. Und ich spreche nicht von dir, Baby, sondern von meinem YouTube-Baby. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr darauf Bock habt, dann rein in die Kommentarbox. Wenn Videowünsche präsent sind, auch damit rein. Feedback rein. Ja, und dann, wie gesagt, demnächst kommt dann bald mal mein Follow Me Around Alltag-Video wieder online, wo ich euch dann wieder ein bisschen was mitnehme. Und dann, ja, Kochen und Backen auch natürlich. Ich habe da schon ein bisschen was. Freue mich auch da drauf. Und Joey, lass die Kamera in Ruhe. Meine Güte. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch. Das Wetter ist zwar nicht so geil, es ist eigentlich ehrlich gesagt kalt, es ist eklig. Die Hunde haben jetzt schon leicht Winterklamotten an. Weil ich denke, wenn Frauchen friert, werden die auch wohl frieren. Und deswegen sagt Frauchen dann nein, Kälte ist tabu, ne? Du Esel. Ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Mittwoch. Genießt den Tag. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch reinklickt in mein Video. Auch in meine anderen Videos natürlich. Sind alle für euch präsent. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss.